INF, Frau Kappel. Auch ich möchte dem Berichterstatter danken. Der Bericht ist sehr gut strukturiert. Er zeigt alle wesentlichen Punkte auf. Und dass das jetzt so schnell ging mit den doch sehr vielen Abänderungsanträgen und dass nächste Woche schon die Kompromisse vorliegen sollen, zeigt, dass man also auch zügig komplexe Dinge bewältigen kann. Es wurde schon angesprochen, die digitale Wirtschaft ist ein prägendes Element in diesem Bericht, sowohl bei den Kartellverfahren als auch bei der Fusionskontrolle, als indirekt natürlich auch bei den staatlichen Beihilfen und im Bereich der Besteuerung. Bei den Kartellverfahren, und da hat der Berichterstatter auch ein großes Augenmerk darauf gelegt, ist es sicherlich wichtig, die Definition der marktbeherrschenden Stellung, insbesondere für die digitale Wirtschaft, so zu definieren, dass Übernahmen, und da komme ich jetzt zur Fusionskontrolle, dass Übernahmen tatsächlich so bewertet werden, wie sie sich dann in der Praxis darstellen, nämlich dass nicht der Umsatz das zentrale Bewertungselement ist, sondern die tatsächliche Marktmacht das zentrale Element der Bewertung ist. Und der Berichterstatter hat hier ja einen Fall angeführt, nämlich die Übernahme von WhatsApp durch Facebook, wo ein relativ umsatzschwaches, nämlich ein Unternehmen mit hohen Anlaufverlusten wie WhatsApp, übernommen wurde von Facebook und jetzt eigentlich ein unglaublicher Marktmacht sich zusammengetan hat und das eigentlich gar nicht unter eine Fusionskontrolle fallen würde. Also da muss man sicherlich noch nachlegen. Im Bereich der staatlichen Beihilfen, aber da gibt es auch da ist auch einiges zu tun und die Abänderungsanträge wurden ja teilweise erwähnt. Es braucht sicherlich neue Leitlinien im Bereich Umweltschutz und Energie, aber ich, so wie ich Kommissarin Vestager verstanden habe, arbeitet man dazu ohne dies schon und so wie sie auch, wie wir wissen, zwei Beihilfenfälle in Zusammenhang mit aggressiver Steuerplanung bereits entschieden hat, nämlich diese zwei Fälle von Starbucks und von Fiat, die im Zuge der LuxLeaks-Affäre aufgerollt wurden. Also hier hat die Kommissarin sehr gut gearbeitet und ich denke, in diesem, wenn man hier so fortfährt und der Bericht das noch unterstützt, sind wir da sicher in der richtigen Richtung. Finanzhilfe und Steuern, auch das ein wichtiges Kapitel und ich glaube, wir können hier Bezug nehmen auf andere Berichte, die in diesem Haus bearbeitet wurden, nämlich der schon angesprochene Dotz-Niedermeyer-Bericht für die gemeinsame Bemessungsgrundlage der Körperschaftssteuer, auch den Färber-Bericht für den automatischen Informationsaustausch und auch den Bericht aus dem DAXE-Sonderausschuss Ferreira-Theurer zum Thema, wie kann aggressive Steuerplanung vermieden werden. All das sind wesentliche Punkte, die auch in diesen Bericht im Zuge des Punktes Finanzhilfe und Steuern einfließen können. Und last but not least, die Einbindung des Parlaments, das ist sehr, sehr wichtig. Ich denke schon, dass wir uns hier finden werden, denn was wir zuerst gesagt haben oder was ich zuerst gesagt habe, Marktmacht hat sich verändert, die digitale Wirtschaft hat auch das Wettbewerbsrecht verändert, nämlich die Betrachtungsweise des Wettbewerbsrechts. Und wenn wir jetzt über eine globale Marktbetrachtung im digitalen Bereich reden, können wir nicht sagen, dass wir alles auf die nationale Ebene zurückverlagern wollen. Sprich, wir brauchen eine Stärkung des europäischen Wettbewerbsrechts bei gleichzeitig sehr enger und guter Abstimmung mit den nationalen Behörden. Das scheint mir wichtig, aber ich sehe, dass auch das die Stoßrichtung des Berichterstatters ist und ich denke, dass wir da gute Punkte finden werden. Thank you very much.